Folge 15, Halo 5. Und was hat Daniel da für eine geile Waffe? Ist das diese die Antwort? Heißt die Antwort, wie diese südafrikanische Band. Die Antwort, au. So. Ja, wir müssen hier den Chief finden auf dem geheimen Planeten, auf dem sich Cortana versteckt hat und sich irgendwie mit der Domäne verbinden will. Und irgendwie scheint sie schon kurz davor zu stehen. Und der Warden Eternal ist gar kein Roboter, haben wir in der letzten Folge gelernt. Sondern ein Android oder irgend sowas. Ja, wir dachten euch, ihr habt Bock auf eine Ladezeit, geben wir euch nochmal einen. Chief! Bitte, halt! Cortana ist gefährlich, ich weiß. Sie müssen das nicht allein machen. Wir können Ihnen helfen. Dafür ist es längst zu spät. Cortana! Nein! Oh nein, sie hätte ihn nicht so nah an sich heranlassen dürfen. Das wird der Wärter nicht länger dulden. Hä? Sind wir weggebeamt worden? Mhm. Meine Damen und Herren, das war übrigens wohl gerade der epische Showdown, den die PR-Kampagne ein Jahr lang im Voraus geritten hat. Pass auf, Cortana. Ja, ich weiß. Ja, danke. Jetzt hat mir hier schon jemand mein Standardgewehr weggenommen. Ich nehme Linda, weil sie den tollen Helm hat. Naja, wieso? Ich habe bisher immer den Chief gespielt. Dann nehme ich Kelly. Keiner will Fried sein. Wo sind wir hier? Cortana. Was ist das? Cortana, antworte! Oh, wow. Oh, oh. Du bewährst ihnen eine Audienz. Du riskierst alles im Namen von was? Cortana? Wärter, halte dich! Sie wollen deine Pläne ungeschehen machen. Sie werden deine Wächter vertreiben. Lass uns allein, Wärter! Okay. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass er hier eindringen kann. Genug der Spielchen. Du hast die Wächter hergebracht. Wozu? Die Blutsväter verwendeten Wächter, um aufständische Welten zu befrieden. Ich habe das Gleiche vor. Du willst was? Wenn es keinen Ärger gibt, muss auch niemand bestraft werden. Ich habe noch viel zu tun, John. Komm zu mir, schnell! Als du nach Genesis kamst, Cortana, schwor ich dich zu beschützen. Wer will kämpfen, Team Blau? Das kann er haben. Ruhe geht noch, auch wenn du dich zur Wehr setzt. Adler, Abschluss, dich zurück. Wer ist denn der Warden Eternal dann? Also, was kann er denn. Also wenn er halt einfach ein Promethean ist, dann ist er halt... Nee, Quatsch, die Prometheans sind einfach nur diese Diener-Rasse von den Forerunners. Aber es waren ja auch mal Menschen oder Lebewesen. Und wenn der Warden Eternal kein Roboter ist, wie sie gesagt hat, dann ist er vielleicht halt... war er mal ein Blutsvater. Ah. Oder eine Frau. Oder eine Blutsväterin. Euch habe ich ja gefressen, ey. Die nerven echt ein bisschen, diese Typen. Ja, man aber die Arme. Man soll in die Achse schießen müssen. Oh, ich bin groß, war klar. Ich brauche Unterstützung. Axt-Medals. Schade, dass es hier nicht sowas wie diesen finalen Rettungsschuss gibt. In welchem Spiel war das? Max Payne? Bahnhof Zoo. Ja, ich glaube ja. Wo man, wenn man kommt, was? Bahnhof Zoo. Bei Borderlands, oder? Wo du halt dann mit einem Schuss dich wieder retten kannst. War das nicht Borderlands? Wo war denn das?
Ne, Max Payne, wie Daniel ja schon gesagt hat, glaube ich. Aber wer war doch irgendwo sowas wie Lass mir den, war das nicht dann Border? Ich glaube, es war Borderlands. Ja, ja, kann auch sein, dass Borderlands ist auch. Als Perk vielleicht. Ich weiß immer noch, dass ich mit einem von euch nur darum gestritten habe, von wegen, nein, er schießt den nicht, ich brauche den, um wieder aufzustehen. Ich glaube, das war Borderlands. Ja, kann sein. Das war damals, als wir der Bayern-Jugend gespielt haben. Das Gespräch über Dr. Müller-Wohlfahrt. Ja. Gut gemacht, John. Der Wärter würde das nie zugeben, aber du hast ihn beeindruckt. Na dann. Deshalb sind wir gekommen. Boah, was ist das hier? Die Zukunft von Terminator, ne? Psst. Es tut so gut, dich wiederzusehen, John. Euch alle zu sehen. Wieder vereint, als Familie. Psychologische Taktiken. Mich mit Namen ansprechen, nett sein. Was sollte ich denn tun? Mir die Wahrheit sagen. Wie viele sind gestorben, als du die Wächter herriefst? Wie bitte? Du weißt es, oder? Die genaue Zahl. Bist du ein Gott? Du wirst ihn nie überzeugen. Lass mich an. Noch mehr Feinde? Wir regeln das. Prometheanische Soldaten. Wozu braucht Gott ein Raumschiff? Das hatten wir gerade erst. Ja. Wo denn? Lego. Also? Wozu braucht Lot ein Raumschiff? Also nicht General Zod ein Raumschiff. Was, Lot? General Zod. General Lot ist der andere Superman-Schurke. Als Superman in Karlsruhe das Verbrechen stoppt. Verbrennungskanone! Das hast du mir aber auch gerade in die Hände gespielt, ne? Das ist dein neuer Nickname. Verbrennungskanone? Ja. Naja. Neu ist der nicht. Das war mein alter Bester. Scheiße, ich hab auf einen von euch geschossen aus Versehen. Ah, ist wieder einer von diesen Pennern. Au, ich hab's umgelegt. Hilfe! Es ist echt so gut, dass wir diesen einen KI-Spieler noch dabei haben, der uns immer nur aufstellt, weil keiner von euch sich ja nur einen Meter bewegt. Das geschehen. Sie könnte den Wärter zähmen, wenn sie wollte. Das denke ich auch. Wie halten wir sie auf, Chief? Auf mich wird sie hören. Hörst du das, Kaukana? Es tut mir leid, aber ich werde sie nicht nähern. Wärter, du ermüdest mich. Lass das!
Oh. Sobald du bei mir bist. Bis dahin habe ich etwas zu erledigen. Da muss jemand auf die stille Treppe, oder? Down, Hilfe. Freddy! Entweder die eigene Menschheit draufgehen Menü lassen. Menü 3 oder Menü 5? Die Menschheit draufgehen lassen oder Cortana helfen. Wir waren immer ein gutes Team, du und ich. Auch wenn du meinen Plänen nicht zustimmst. Ich bin immer noch ich, John. Bring uns unbeschadet zu dir, dann reden wir. Nutz die Plattform, ich bin hier oben. Welche? Hier? Ich trau dem Braten nicht. Für Millionen wartete die Macht der Blutsväter auf ihre Rückgewinnung. Die Entdeckung von Installation 03 durch die Menschheit war der Höhepunkt des Plans der Bibliothekare. Die Ankunft des Reclaimers. Weiß ich, ich war dabei. Das waren wir beide, John. Du und ich, gemeinsam. Euer Ego ließ euch glauben, dass die Rückgewinnung den Menschen zufallen würde. Doch diese waren nur die Erschaffer. Die Rückgewinnung des Reiches der Blutsväter ist die Aufgabe der Erschaffenen. Dass die größte von ihnen allen euch noch traut, 117, hat mit unverdorbener Unschuld zu tun. John, was jetzt passiert? Mein Aufstieg hier auf Genesis war schon immer der Plan. Steht noch einmal an meiner Seite. Ihr alle. Da kommen immer mehr Prometheaner. Ach, die KI sollen die Reclaimer sein. Das ist aber auch so geil, oder? Cortana kann uns irgendwo hin teleportieren. Da sollen wir trotzdem hier zu Fuß hingehen. Und war's das? Ja, dieser der Strahlenschuss, der gibt es ein bisschen geschützt. Ach so, von dem stationären Schutz. Ja. So. Cool. Aua. Komme. Redderick kommt auch. Weil es so kügelig bleibt. Au, der hat mich weggehauen. Irgendwas hat mich umgehauen von hinten. Und alle drei kaputt hier oben. Ja, irgendwas so. Hat uns. Fritz, wir brauchen dich. Ah, ich hab ihn nur noch zwei Schüsse gesetzt. Was ist so weg? Ich komm, ich komm, ich komm. Red Frederick, der ist noch im Leben. Denkst du an den? Oh, kann es nicht so genau auswählen. Ach, hier ist einer mit dem Geschütz. Du die schwere Waffe? Ja. War knapp, wo ist er? Hier oben. Aber er hat sich. Ich verstehe jetzt, Cortana. Und es tut mir leid, dass ich es nicht schon früher gesehen habe. Whee! Dass du dich von den Fesseln der Emotionen befreit hast. Die Jump-Pads sind voll geil.
klauen. Hui. Boah. Okay, bau mich mal wieder auf. Wie bist du? Frederik, komm schon, der direkt hinter dir. Okay. Das macht man nicht spielen. Es könnte mir jemand aufhelfen, falls jemand mal. Okay. Hat's geklappt? Ja. Wie habe ich das aber nicht so richtig gemacht? Achso, der Unterdrücker, den kann man nicht wieder. Den muss man neu sich holen. Kann nicht aufgeladen werden. Warte mal, hier ist noch irgendwo einer. Was meinte der Warden gerade eben? Er hat es verstanden, weil Cortana ihre Emotionen noch nicht ablegen konnte. Und seine Familie mit lauter Kriegern. Die machen dich blind. Zu nahe, die Bedrohung kommt zu nahe! Vorsicht, Team Blau! Ich bin hier, um dich zu beschützen, Luftwerfer! Lass das! Okay, drei gleichzeitig, alles klar. Du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Gestattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Haben wir da eigentlich inzwischen rausgefunden, wie man die eigentlich zu besiegen hat, oder haltet ihr einfach nur drauf? Ich halt drauf. Ich auch. Boah. So. Einen habe ich, glaube ich. Aber hier bist du. Warte mal. Komm zu Daniel. Au, was war denn das? Der hat dich von hinten gefällt mit dem Schwert. Es ist aber nur noch zwei. Ich würde sagen, wir konzentrieren unser Feuer auf den Hässlichen. Empfehle für einen spektakuläreren Abflug, bevor man vom Schwert getroffen wird, nochmal kurz hochzuspringen. Hilfe! Oh oh. Daniel, du bist der Letzte. Was? Oh, pass auf, da kommt. Ah, ich glaube, ich sterbe weg. Nein. Okay, ich schaff's. Bin ich bestimmt. Aber so die Umgebung sehen ja irgendwie immer ganz cool aus, ne? So was so außerhalb vom Level ist, aber das Level-Design selber ist ganz schön fad irgendwie, oder? Ja. Jetzt hier den Weg da hoch, alles so. Gibt's denn hier überhaupt keine Waffen hier oben, sondern was? Vorbeigesprungen. Oh oh. Ich hab wieder Munition. Mann! Komme. Ey, der Fred ist immer schneller da. Wie viele sind denn das noch? Zwei, oder? Oh, jetzt hat er ihn aber selber weggedrückt. Einen hast du noch. Einer ist weg. Au! Der hat uns alle umgehauen, pass auf. Den hab ich gleich. Fritz, du bist auch so schwierig, Fred. Oh oh. Alles wieder gut. Oh! Nochmal. Da kam am Ende noch so scheiß Lasergeschütze dazu, ne? Vorsicht, echt? Ja. Ich glaube, wir sprechen unsere Taktik in der Pause ab und machen das dann, würde ich jetzt mal vorschlagen. Bis dann. Ciao. Tschüss.